Wir kommen heute noch zu einer weiteren kurzen Folge von Adventure Capitalist. Ja, zunächst erstmal, um das aktuelle Event abzuschließen, bevor ich euch dann ein paar andere Sachen zeige, weil ja, das Black and Blue Friday 2016, also letztlich das zweite Mal, dass dieses Event läuft, ist nämlich in einer Stunde zu Ende und es gilt noch hier meinen letzten Staubsauger zu kaufen, weil das ist nämlich hier das letzte Sternchen, wo ich nochmal 5 Megabucks bekomme. Wobei die Megabucks inzwischen, also ich kaufe es erstmal, um das Ganze abzuschließen. So, jetzt habe ich die 5 Megabucks noch bekommen. Das war der letzte Bonus. Die anderen Sachen hatte ich alle vorher schon abgeschlossen. Hier werde ich jetzt auch keinen größeren Neustart mehr machen, sondern mal gucken, ob ich jetzt hier noch ein paar Megabucks so absahen kann. Ja, also 5 kann ich mir noch dazu kaufen. Soweit und in einer Stunde ist das Ganze dann eh vorbei. Auf das Event werde ich jetzt nicht groß weiter eingehen, einfach hier nochmal, also ursprünglich war das erste Event, was ich mitbekommen habe, weil das allererste Event hatte ich damals verpasst, weswegen ich hier im Moment auch noch 54 von 60 Badges habe. Das heißt, 4 Badges gehen eigentlich darauf zurück, dass ich in dem ersten Event, dass das an mir vorbeigegangen sind, das war das allererste, müsste eben Gate of Hack gewesen sein, also das Halloween-Event. Und das hier waren letztlich die 4 Badges, die beim ersten Black Friday-Event, vor letztlich schon einem Jahr, ist es schon wieder her, dass das Ganze mit den Events angefangen hat und sogar länger. Und jetzt gab es halt dann ganz am Ende, da fehlt doch was. Also hier Microwave, Power Tool und Kitchen Gadget. Also entweder gab es keine 4 Badges oder irgendwie fehlt mir hier ein Badge. Genau, es ist Black and Friday Event, es sind alle 3. So, und das ist von Halloween. Also das war nämlich das Halloween Event 2016. Wobei das hier, also das hier ist das Halloween-Event 2016, während das hier nicht das 16er, zumindest steht es hier nicht. Also naja, wer weiß, vielleicht passen da einfach die Texte nicht, ist aber auch an der Stelle egal. Auf jeden Fall war das jetzt an sich das letzte Sternchen-Event. Also hier kam der Ameri-Badge, dann sollte hier, okay, da gab es Gold Nummer 2, hier der Power-Tool-Badge Nummer 3. Okay, das war Badge 3 auf 4. Also eigentlich hätte es 4 Badges geben müssen. Fehlt mir eventuell noch einer. Megabucks. Microwave-Badge. 2 auf 4. 5 Gold. 5 Gold. Nochmal. Und hier ist der 4 auf 4. Badge 4 auf 4. Wow. Der Kitchen Gadget Badge. Okay, also irgendein von denen wird aktuell zumindest nicht angezeigt, was auch immer da die Schwierigkeit ist. Also der Kitchen Gadget, Power Tool und Microwave. So, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, müsstet ihr jetzt wissen, welcher der Badge fehlt. Also Kitchen Gadget, das andere war Power Tool, Ameri Badge. Ich glaube, das ist der fehlt. Wo war denn der 2 von 2? Hier war der 2 von 2. Genau, Microwave Badge. Okay, also. Vielleicht steht er auch einfach nur weiter oben. Es kann sein, dass vielleicht die Reihenfolge nicht richtig einsortiert ist. Mal gucken, ob hier irgendwo 5 davor stehen. Gut, das ist der Gold für den Mars, Gold für den Mond und Gold für die Erde müsste es auch irgendwo geben. Genau, hier ist Gold für die Erde, also dass im Endeffekt alle Sachen dort ausgeweitet wurden. Ah, okay, der Ameri-Badge ist sozusagen der gleiche, den es da gibt, deswegen wahrscheinlich auch das mit dem Hack. Da gab es ja auch dann den hier, da hat man dann den gleichen Badge bekommen. Das ist natürlich die Frage,
ob das dann die beiden Batches sind, die mir jetzt formal fehlen, weil es eigentlich schon 60 geben soll und ich erst 54 habe, weil die beiden jetzt doppelt zählen. Das heißt 56, dann wären es die 4 von Gate of Deck. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es hier ein bisschen ärgerlich mit dieser Zählung, weil sie einen immer wieder darauf hinweisen, Edge, du hast da was verpasst. Wobei es hier natürlich auch gar nicht mehr auftaucht. Also das erste, was hier jetzt ist, Capitalist Carol, wo auch hier das noch ein bisschen falsche Zählung hatte, weil man da mehr Sterne bekommen konnte, als eigentlich vorgesehen waren. Bei Cashella gab es auch irgendwie da eine Fehlzählung. Und ja, den Replay habe ich nicht mitgemacht, weil ich hatte Root of Evil eh alle gespielt. Und hier im Gates of the Hack 2016, wo ich dann jetzt das Halloween-Event auch erfolgreich abgeschlossen habe. Making It Rain habe ich auch mitgespielt, weil das konnte kostenfrei gespielt werden. Auf jeden Fall das soweit zu dem Event heute, wo es jetzt letztlich hier nichts mehr zu tun gibt und das in Kürze endet. Weswegen ich euch aber eigentlich mitgenommen habe, ist eine Neuerung. Und zwar beginne ich mal von hinten. Also der Mars ist ja schon seit längerer Zeit auch abgeschlossen. Ich glaube, das war der erste dann von allen dreien, den ich abgeschlossen hatte. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, das Spiel zu resetten. Das heißt, alles nochmal von vorne anzufangen. Wobei eben die Frage ist, wozu? Also an der Stelle, ja, wenn hier alles erreicht wurde, macht es irgendwie überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Das Gleiche gilt natürlich für den Mond, weil der Zustand ist hier inzwischen genauso. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Alles ist abgeschlossen und ich kann auch hier resetten, aber ja, ohne weitere Belohnung und ohne Vorteile. Das Spannende ist jetzt an der Stelle, bei der Erde sieht das etwas anders aus. Mal gucken, ob das immer noch so der Fall ist. Zum einen gibt es hier inzwischen, komm, hier ist der neue Shop. Ich bin jetzt gerade wieder einen Tag, beziehungsweise noch 2 Tage. Also ich habe jetzt wieder 3 Gold bekommen, morgen würde ich 5 bekommen. Und das Interessante, was ich immer zuerst nicht verstanden habe, okay, wie jetzt? Wo kann ich jetzt Bonus shoppen oder was kriege ich denn da? Und ja, es ist so, dass ich jetzt schon ja, 4 Wochen es geschafft habe, eben wirklich 7 Tage hintereinander diesen Tagesbonus zu bekommen und jetzt einen 12-fachen Erdmultiplikator habe. Wobei ich aber zu dem Zeitpunkt schon fertig geworden bin, weil nämlich einer der letzten Badges, mal gucken, hier müsste ich den ja entsprechend aktiv haben. Genau, der Bonbon-Badge, also ja, die letzte Belohnung bei dem Halloween-Event hat nämlich nochmal den Limonadenstand erhöht. Das heißt, der Limonadenstand, der ohnehin hier den höchsten Faktor hat, also es sind alles Quaternonagintillionen, aber wie ihr seht, hier sind, also die sind alle auf 4 basiert, die sind 3, 3, 3, 3, 3, 3 und der ist sogar nur auf 2. Das heißt, gegenüber den anderen hier mit 3 ist der mit 64, also nochmal einen ganzen Faktor höher. Und ich warte jetzt eigentlich schon eine ganze Weile, endlich mal dieses Video hier zu machen. Habe es schon ein bisschen vor mir hergeschoben, weil zum einen, es gibt hier jetzt keine Cash-Upgrades mehr. Es gibt aber noch einige Angel-Upgrades, die natürlich mit den aktuellen Angel-Anzahlen total idiotisch wäre, das zu machen, weil dann würde ich die alle verlieren und hätte keine Boni mehr. Aber ihr seht, hier warten 1,56 Quadrillionen dazu, endlich eingesammelt zu werden, weil ich nämlich etwas vorhabe. Und zwar das letzte Achievement, das ihr so zwar jetzt nicht sehen könnt, aber meine letzte Errungenschaft, die mir auf Steam an der Stelle noch fehlt, ist nämlich Purchase, also kaufe das Forever and Ever Earth Upgrade. Und das ist nämlich genau dieses hier, Forever and Ever Upgrade. Das heißt All Profits mal 19. Und das sollte ich jetzt eigentlich ganz schnell kaufen können. Deswegen mache ich jetzt mit euch ein Reset, hole mir diese ganzen Angels rein. Und ja, eine Kleinigkeit, die sich auch geändert hat, weil das war immer etwas lästig. Wenn man hier die Dinger gekauft hat und die verschiedenen Teile noch nicht einmal angeklickt hatte. Okay, dann gilt es hier immer noch so. Okay, ich probiere mal, wenn ich jetzt hier erstmal den Quick Buy mache. Genau. Okay, dann sind bereits alle weg und ich habe mein letztes Achievement bereits automatisch erfüllt, was jetzt auch kein Problem ist. Und ja, okay, also hier funktioniert es nicht, weil
Bei den Events ist es jetzt so gewesen, dass ich die nicht mehr extra anklicken muss, weil eigentlich habe ich die Manager ja schon gekauft und gesagt, hier, kümmere dich drum, und er startet nicht, er arbeitet nicht, der faule Hund fängt nicht an. Erst wenn ich ihm zumindest einmal in den Arsch getreten habe, geht es wirklich los und er fängt dann hier tatsächlich an zu arbeiten. Also gut, das war jetzt nur so weit am Rande. Also jetzt erstmal hier wieder die ganzen Maxima aufkaufen, damit ich im Anschluss dann auch hier die normalen Upgrades alle kaufen kann, die wahrscheinlich auch ruckzuck dann alle abgeschlossen sind. Und ja, also es war jetzt nicht sehr spektakulär, das Forever and Ever Upgrade, aber wie ihr seht, sind alle Angel Upgrades jetzt eben einfach weg. Das heißt, das ist erledigt. Damit gibt es hier letztlich auch nichts mehr zu tun. Das ist alles abgeschlossen. Inzwischen, wo steht eigentlich genau hier oben, steht inzwischen auch das angesammelte Gold. Nachdem es jetzt eben Gold auch einfach durch dieses tägliche, durch die täglichen Belohnungen zu erhalten gibt, sammelt sich das jetzt eben an, auch wenn ich jetzt noch nicht mir angewöhnt habe, davon wirklich was auszugeben. So, hier dürfte es jetzt auch dann gleich die letzten Upgrades geben. So, schnell das mal noch die Nummern ein bisschen glatt ziehen, damit es alles ein bisschen einheitlicher aussieht, auch wenn es dann dort nichts mehr zu erledigen gibt. So, 100, hier auch, okay, das geht noch nicht auf 100, das auch nicht. So, genau, und das ist nämlich jetzt das Besondere. Also diese netten Karten gab es bei den anderen beiden auch, wenn man alles letztlich gekauft und erreicht hat. Und hier ist es so, wenn ich jetzt das Spiel resette, soll ich angeblich 5000 Goldbahnen bekommen. Ich habe so keine Ahnung, was ich mit 5000 Goldbahnen anstellen soll. Mal davon abgesehen, dass es natürlich dann auch einiges schneller ist. Aber die Frage, warum soll ich das machen? Also gut, hier beantwortet sich die Frage, ey, 5000 Goldmünzen oder Goldbahnen, die ich für allen möglichen Blödsinn ausgeben kann. Also ich mache das jetzt mal noch nicht. Ich schaue jetzt mal mit euch nochmal in den Shop hier rein. Also klar, so Timespeeds und so weiter, die kann ich im Notfall, wenn ich sie brauche, einfach per Uhr am Rechner letztlich bewirken. Außer sie haben es endlich mal geschafft, dass man letztlich diesen Hack nicht mehr benutzen kann, dass das Ding eine eigene Uhrzeit kontrolliert, die man nicht einfach durch die Rechnerzeit manipulieren kann. Ansonsten permanente Speed Boosts wären vielleicht noch interessant, genauso wie diesen 12-fach Profit, den ich jetzt aber eben auch schon über das Daily Business letztlich bekomme. Also über einmal pro Woche kann ich so einen Dreier-Multiplikator auch bekommen. Gut, das hier ist wieder nur ein reinen Neustart zu verhindern. Das mit den Hüten, da habe ich jetzt eigentlich auch schon einen ganz guten. Mit dem grünen war 10% Bonus pro Angel, also das ist alles schon ganz, ganz okay. Wie gesagt, das Einzige, was frustrierend ist, dass hier dieser Badge nicht, beziehungsweise, dass der dort einfach eine Zahl anzeigt und ich keine Chance habe, da ohne weiteres hinzukommen. Und ja, das ist jetzt der aktuelle Status. Und da es letztlich nichts dabei zu tun gibt und es ja irgendwie einen Grund braucht, warum ich hier ab und zu mal reinschaue, vor allem, wenn ich täglich den Bonus holen will, werde ich jetzt mal mit euch ausprobieren, ob die tatsächlich mir 5000 Goldmünzen dort geben. Resetting will completely reset your game on Earth, including Angels and Cash. This reset will not impact Gold, Megabucks, Shop Purchases, Gilding or Badges. Also alles Wichtige behalte ich, nur meine unglaublichen Anzahl an Angels, die ich jetzt habe, verliere ich, aber was dann auch wieder egal ist. Wobei, ich werde erstmal wieder gar keine mehr haben. Oh Mann, das wird... Also mal angucken, mal schauen, wie anstrengend es aktuell ist mit dem Badge-Bonus und dem... Are you sure you want to hard reset your game and completely wipe all progress on Earth? Ja. Jawohl, 5000 Goldbahnen. Unglaublich. Also gut, sie haben es getan. Wieso habe ich jetzt Wahnsinn? Also so schnell ist es am Anfang nie und nimmer gegangen, dass ich hier schon so weit durchhechten konnte, dass ich überhaupt schon so viel kaufen konnte. Aber gut, jetzt erstmal hier die Manager einkaufen.
damit die dann mal ein bisschen flott hier arbeiten. Aber auf jeden Fall gibt es hier schon einiges anzuklicken und durchzustarten. Und, aber natürlich sind es jetzt schon deutlich niedrigere Zahlen, nicht mehr Tausende und Hunderte, aber immerhin. Also, ja gut, Angels habe ich natürlich jetzt null, aber so wie das jetzt läuft, ey, ich sammle jetzt schon Angels ein. Ja, super. Also, okay, also das bin ich dann ziemlich zuversichtlich, dass mich das nicht Monate oder Jahre beschäftigen wird, bis ich auf der Erde wieder alles abgeschlossen habe. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn es noch ein Achievement irgendwie geben würde, wo drin steht, Sie haben die Erde, weiß nicht, 20 Mal komplett neu irgendwie. Naja, wobei, nee, solche Grindings vielleicht nicht. Es reicht, wenn man es zweimal gemacht hat. Ich glaube, nochmal wiederholen muss man das nicht. Hier sieht jetzt im Moment alles ziemlich leer aus, aber der Bonbon-Bonus ist auf jeden Fall da. Den Hut-Bonus habt ihr ja auch gerade schon gesehen. Das heißt, da mir ja letztlich hier der Limonadenstand am Ende am meisten Kohle eingebracht hat und im Moment hat er auch mit 52 Billionen einen ganz guten Schnitt und wahrscheinlich kann ich da noch eine ganze Menge draufhauen. Ja, also mal schauen, wie lange es dann dauert, das zu machen und ob es dann lohnt, dafür nochmal eine eigene Folge zu machen. Weil soweit ist im Moment, wie gesagt, das letzte Achievement ist durch. Jetzt habe ich 5000 Gold, wo ich eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, was ich damit tatsächlich anfangen soll. Ich frage mich ja vor allen Dingen, was der hier tatsächlich, Triple the Payout Speed of Investment when you run on it. Ich habe die Mikromanager noch nicht ausprobiert, aber wenn ich jetzt so viel Kohle habe, dann. Okay, kaufen wir mal einen davon. Micromanager, this planet will increase all investments payout speed by 3, when you repeat press the button. Press the run button. Oh nee. Wobei es überhaupt keinen run button hat, aber. Nee, also irgendwie reizt mich das nicht, weil ich mag das eigentlich lieber automatisch laufen lassen. Und 12-fach-Multiplier ist jetzt auch nichts Besonderes, weil 12 habe ich jetzt auch schon. Nee. Also irgendwie sind das alles keine Items, die mich jetzt wirklich interessieren. Okay, dann gibt es heute eigentlich nichts weiter zu tun, außer, ja, juhu, ich habe viel, viel Gold, mit dem ich leider nichts wirklich anfangen kann. Mal gucken, was sie da noch für interessante Sachen hoffentlich ändern, damit diese Unsumme an Gold, wie viele sind die jetzt eigentlich wert? Nee. 5000 Gold. Also, wenn ich mir überlege, ja, das ist mindestens so etwa das Vierfache. Das heißt, diese 5000 Gold einmal die Erde durchspielen, bringt 400 Dollar. Okay, wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich in das Spiel investiert habe, ist das wahrscheinlich ein sehr schlechter Stundenlohn. Aber nun gut, es war ja Freizeit und meistens spiele ich das Spiel ja von alleine oder ich muss da nicht allzu viel machen. Aber ja. Also, soweit für heute. Thema 5000 Goldbarren. Unglaublich. Soweit ihr die Erde noch nicht abgeschlossen habt, vielleicht ist das ja ein Ziel, tatsächlich noch so lange mal zu spielen, bis die Erde alles, bis ihr alle Upgrades und Angel-Upgrades und Cash-Upgrades auf der Erde abgeschlossen habt. Ja, also mal gucken, ob es noch eine neue Folge von Adventure Capitalist geben wird, ob es noch irgendwelche neuen interessanten Ziele geben wird oder ob es dann letztlich ja, zu einem von den anderen Spielen wandert, die ja auch von den Machern, wie war das? Hyper Hippo Games, wenn ich mich richtig erinnere. Also vielleicht ist es ja so, dass dann bald eins der neuen Spiele von Hyper Hippo Games dann interessanter wird und letztlich auch den Platz von Adventure Capitalist einnimmt und dann mehr Motivation schafft, ja, für die nächsten Jahre irgendeine Beschäftigung zu bieten. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.